Mein Name ist Thomas Rippen, ich bin 43 Jahre alt, seit über 20 Jahren Berufsreiter, habe auf der klassischen Ausbildungsebene Reiten gelernt und mich da weiterentwickelt, war in verschiedenen Betrieben als Bereiter tätig, war Reitlehrer. Ich habe in meinem Reiterleben viele Pferde schon erlebt, die gerade in großen Handelsstellen sehr rabiat geritten wurden oder sagen wir es ganz einfach mal zugerichtet wurden, um sie schnell an den Mann oder die Frau zu bringen, um sie zu vermarkten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich da ein wenig umgestellt habe. Natürlich reite ich noch genauso gut und klassisch wie vorher auch. Also ich kann auch durchaus noch den Turnierreiter betreuen und reite auch noch in Anführungsstrichen turniermäßig. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eben, die Pferde so an die Menschen und an die Kunden zu bringen, dass sie dahinter mit zufrieden sind. Jeder hat andere Ansprüche und dadurch, dass wir einen kleinen Stall haben, ich habe 13 Boxen, können wir sehr individuell arbeiten und jedes Pferd auch individuell den Bedürfnissen seines Besitzers anpassen. Und das ist auch unser Schwerpunkt. Mein Klientel ist mehr der anspruchsvolle Freizeitreiter, der auch im Gelände oder über Winter in der Reitbahn ein gut durchgymnastiziertes und auch gehorsames Reitpferd haben möchte. Das Einreiten der jungen Pferde, der 3- und 4-jährigen Pferde, die zu uns kommen, geschieht nach einem ganz gewissen Konzept. Das habe ich mir herausgesucht aus verschiedenen Reitweisen, insbesondere aus der altkalifornischen Reitweise, wie sie früher praktiziert wurde. Die Arbeit hier mit dem Pferd erfolgt auf einer freundschaftlichen Basis und eben nicht so, wie man es eigentlich gewöhnt ist, von oben herab. Wir legen die Grundsteine beim Putzen, beim Hufeheben, geht dann weiter über das Satteln und auch über die Bodenarbeit. Wir gewöhnen die Pferde am Boden schon an sämtliche Gegenstände, Planen, Regenschirme. Bevor sie überhaupt geritten werden, sind sie schon an diese ganzen Schrecksituationen gewöhnt. Gerade beim jungen Pferd, denke ich, ist es wichtig, auch mal wieder das Gebiss wegzulassen. Das Trensengebiss, weil gerade junge Pferde in der Zeit des Zahnens oft empfindlich sind. Es gibt viele Pferde, die während der Zeit zwischen 3- und 5-jährig dann weiter trainiert werden und dann maulig werden. Und dann hat man hinterher ein Pferd, das sich einfach nicht mehr angenehm anfühlt. Ja, man hat also ständig ein Korrekturpferd. Und dieses Mauligsein gerade bekommt man auch nicht mehr wirklich in den Griff. Also was da einmal versaut wurde, ist dann auch in den meisten Fällen schon so weit kaputt, dass dann mit dem Gebiss selber die Korrektur auch nicht mehr erfolgen kann. Und diese Pferde, gerade die jungen Pferde, werden von mir in der Ausbildungsphase auch über Wochen hin mit dem Bosal geritten und gebisslos trainiert, damit sie einfach lernen, in den Zügeln und in den Händen des Reiters nachzugeben und nicht an der Eisenstange, die im Maul geschnallt wurde. Und wenn das Pferd dieses Konzept umsetzt und nachgeben kann im Genick und im Maul und in der Nase weich ist, dann sind wir auf der richtigen Seite und dann fangen wir wirklich an zu reiten. Erst dann kann ich seitwärts reiten, ich kann Übergänge reiten, Tempiwechsel, schnell, langsam, vorwärts, rückwärts. Das erst funktioniert natürlich erst dann, wenn das Pferd das Konzept des Weichens, des Folgens und des Leitens, sprich also auch des Nachgebens, im Körper verstanden hat. Dann gibt es die sogenannten Korrekturpferde, in Anführungsstrichen, die jetzt auch schon älter sind oder die eben es nicht zugelassen haben, geritten zu werden oder schon wirklich auch bewusst versaut wurden.
Da kann es auch sein, dass ich mal 4 Wochen brauche, so ein Pferd zu reiten. Die Leute kommen meistens zu mir, wenn es schon fast zu spät ist. Ja, wenn die also mit ihren Pferden zu Hause schon nicht mehr zurechtkommen und bei diversen Trainern schon diverse Dinge durchlebt haben, ausprobiert haben, dann kommen sie zu mir und dann versuchen wir, das in unser Konzept reinzubringen und das Pferd umzuerziehen und eigentlich umzubauen, um wieder neu zu trainieren. Die Menschen, die zu uns kommen und die Pferde bringen, kommen natürlich nicht nur mit dem Pferd, sondern kommen dann zum Schluss hin oder während der Ausbildung auch schon dazu, schauen sich das an oder wir machen eben ein Video und dann muss der Besitzer selbst natürlich auch noch ein gewisses Training absolvieren, damit er sein Pferd hinterher auch verstehen kann. Ich habe da eigentlich nie einen Moment, wo ich resigniere, auch wirklich bei ganz schwierigen Pferden, wo die Prognose ganz schlecht ist, komme ich doch meistens noch irgendwo an einen Punkt, wo ich eine Lücke finde, wo ich reinschlüpfen kann und komme dann beim Pferd an und dann klappt es dann dennoch. Und ich bin also begeistert von meiner Arbeit selber. Ich werde auch nicht müde oder ich werde es auch nicht leid. Und gerade jetzt, wo ich eben dieses eigene Konzept auch für mich gefunden habe, mit den Pferden ein bisschen anders umzugehen und nicht nur rein mechanisch und den Profit ergeben, kann ich aus meinem Inneren heraus einfach arbeiten mit den Pferden und habe da Spaß ohne Ende. Für mich ist das gar keine Arbeit, sondern einfach Hobby, Freizeit. Ich reite sogar am Wochenende noch 3 Tage in den Wald mit meiner Frau und den Kindern und da machen wir uns ein schönes Wochenende und das ist sowas, was wir auch wollen und auch meine Kundschaft will das. Die wollen auch mit ihren Pferden rausgehen. Das sind nicht gerade unbedingt Leute, die jetzt eine S-Dressur reiten wollen, aber gerade darum geht es ja auch für mich, mit den Pferden eben umzugehen. Und das können wir hier optimal umsetzen.